Die Datenethikkommission ist ein 16-köpfiges Gremium, das von der Bundesregierung eingesetzt wurde und innerhalb eines Jahres ethische Leitlinien, aber auch konkrete Handlungsempfehlungen zum Bereich Datenethik vorlegen soll. Ich denke, die größte Herausforderung ist die Chancen, die künstliche Intelligenz bietet, für den Einzelnen, für die Gesellschaft, für das gesamte Land zu nutzen, dabei aber die Risiken, die zweifellos auch bestehen, einzudämmen. Mit Risiken meine ich Risiken der Manipulation, der Diskriminierung, Risiken, dass der Mensch in den Hintergrund tritt, sich ausgeliefert fühlt der Technik. Und hier ist genau der Punkt, wo die Datenethikkommission auch ansetzen möchte. Der einzelne Nutzer wird möglicherweise nicht mehr so in der Lage sein, die Funktionsweise eines Geräts, das er vor sich hat, nachzuvollziehen. Aber genau deswegen müssen wir an Mechanismen feilen, die die Kontrolle den Menschen wiederum zurückgeben. Mechanismen der Transparenz, der Nachprüfbarkeit, auch der Sicherheit, die das Vertrauen des Einzelnen in die künstliche Intelligenz wecken und echte Kontrolle dem Menschen zurückgeben.